Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted 2012. Wir haben es mal ganz entspannt mit 214 km/h ins Ziel geschafft. Ja, war jetzt nicht übermäßig schwer, muss ich zugeben. Können wir überspringen. Denn wir werden dieses Auto wahrscheinlich nie wieder fahren. Wie im letzten Part angekündigt, also gestern, fahren wir heute den nächsten Most Wanted Fahrer. Beziehungsweise wir fahren den nächsten Most Wanted Fahrer heraus. Warum zum Teufel? Das sieht so schlecht aus hier, okay. Moment, nein, falsche Taste. Ich bringe ihn mal durcheinander. So. Wir haben scheinbar noch einen Ford gefunden. Den Raptor, ja, das war aber glaube ich noch im letzten Part. Und wir fahren jetzt Most Wanted Wagen und zwar die Nummer 8. Ein Mercedes-Benz SL65 AMG. Mai. Oh, ist ganz schön weit weg. Okay. Ich hatte den Part eigentlich nur begonnen, weil ich gerade dieses Rennen so entspannt gewonnen hatte. Verwies dich. Hier nicht rechts, okay. Meine Güte, ich könnte mal Musik anmachen, ne? Hört sich gut an. Und ich sehe gerade. So passt das besser, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich packe ich es besser hier oben hin. Weil es ja welche gibt, die länger sind, welche Namen. Von daher packen wir das mal dahin einfach. Da steht ein Audi, den wir noch nicht haben. Audi A8. Sehe ich das richtig? Ja. Hoffe ich. Oh Gott. Der erste Part ist übrigens, wie ich erwartet habe, durch die 3 Sekunden Musik, die drin waren, in manchen Ländern nicht verfügbar. Wo ich mir auch nur so gedacht habe, ah, Gott, YouTube, ey. In Deutschland scheinbar zum Glück schon. Wird halt Werbung aufgeschaltet vom Inhaber der Musik. Mai. Muss ich mit leben. Ich meine, habe ich ja prinzipiell auch kein Problem mit. Ich hätte nur gerne einfach keine Werbung auf den Videos. Aber eigentlich sind meine gesamten Videos ja... Achso, scheiße, den haben wir schon. Eigentlich sind meine gesamten Videos ja werbefrei. Außer halt meistens die letzten Parts, weil da irgendwelche... ja, Musikstücke drin sind. Die das Ganze dann... für irgendwelche anderen Leute werbefreundlich machen. Von daher ein bisschen schlecht gelaufen. Aber mei. Jo, ansonsten ist nicht viel passiert. Ich habe jetzt ein paar Tage frei. Ich habe inzwischen auch tatsächlich ein bisschen was für mein Auto gemacht. Also für meinen 159er. Und zwar habe ich... Ich höre ein Auto, aber ich sehe es nicht. Okay, da ist es, ein BMW. Gönn. Ich habe mir... Ja, einen Termin habe ich mir nicht besorgt. Ich habe mir... Ich habe bei einer Werkstatt angerufen, beziehungsweise bei einem Bosch-Partner. Ist das ein M3? Ja. Oder? Bestimmt. Bei einem Bosch-Partner angerufen und den gefragt, jo, wie sieht das aus? Könnt ihr Injektoren überholen? Denn man hier Injektoren tropfen nach. Also das heißt, der Injektor schließt nicht richtig und wenn ich ihn abstelle, läuft der ganze Brennraum voll mit Sprit. Das ist extrem nervig. Das soll 120 sein, Junge. Das fühlt sich an wie Schrittgeschwindigkeit. Ist das ein Countach? Das ist ein Countach, oder? Boah, bin ich mir unsicher, ey. Aber schönes Auto. Ja, wollte ich gerade noch was erzählen? Also ja, ich habe da angerufen. Die haben gesagt, ja, können wir machen, gar kein Problem. Kosten, Stange Geld, aber besser als neue kaufen. Ich bin sehr abgelenkt gerade. Besser als neue kaufen, genau. Denn neue kosten so originale Bosch pro Stück 350, laut ihm. Man kriegt die im Internet für 250, aber das ist immer noch eine Stange Geld, ne? Also 250 Euro für einen fucking Injektor. Oder 29 fürs Überholen, hat er, glaube ich, gesagt. Plus ein bisschen Dichtungsmaterial.
Da steht ein Auto, das habe ich aber schon, okay. Gut. Dann wollen wir mal die Most Wanted Nummer 8 abfahren. Ich merke gerade, dass Musik ein bisschen laut ist. Gott. Eigentlich wollte ich ja schon wieder ein Teil drucken. Allerdings ist das dann ja immer so laut beim Aufnehmen. Deshalb habe ich das ja noch nicht gemacht. What the fuck wird das jetzt schon wieder? Ja, das ist ein SL65, okay. Hässliche Kiste. Ich glaube, sowas fährt einer bei uns aus dem Dorf. Für Freddy. Nee, das ist ein C63. Oder ein S63? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Nee, ein 65, ne? Ach, keine Ahnung. Kein 43er auf jeden Fall. Oh Gott, leck, leck, leck. Für Freddy. Milena fährt sowas. Freddy dürfte sie kennen. Also, kennen ist auch übertrieben, ne? Aber halt. Man kennt so Leute aus dem Dorf, ja? Nee, das ist ein 65, ja doch ein 65er. Ganz klar. Okay. Nee, warum sollten wir eine Spritztour machen? Ich meine zumindest, dass die ein SLS fährt. Oder ein SL, ach keine Ahnung, Mann. Irgendwas davon ist, glaube ich, unglaublich teuer und selten. Das andere ist halt so eine Wurzenkarre wie der da hinter uns. Falsche Richtung? Wait. Wait, warum falsche Richtung? Bin ich irgendwo falsch abgewogen? Nein, aber ich habe scheinbar einen Kontrollpunkt nicht mitgenommen. Ah, okay, ich dachte gerade, das Spiel hat sich aufgehangen. Nein, hat zum Glück nicht. Ich habe scheinbar irgendwo einen Kontrollpunkt verpasst. Geil. Gut. Obwohl ich eigentlich die ganze Zeit vorne war. Aber okay. So, los geht's. Nee, ein SL65. Aber das sagte ich bereits. Meine Güte. Aber an dem vorbeizufahren ist echt nicht so schwer, ne? Lass mich raten, ich habe den Kontrollpunkt einfach nicht gekriegt. Ihr dachte, wir machen hier eine Spazierfahrt. Affe. Ich habe ihn umgedreht, nice. Ja, okay, die shiften schon sehr hinterher, ne? Okay, ich kriege den Kontrollpunkt nicht, das ist ja übel dumm. Also, tut mir leid, dass ich da eine Abkürzung fahre, ist doch wohl nicht, dass ich den Kontrollpunkt nicht kriege. Alter, stupid, ey. Nein. Meine Fresse, ey. Mich nervt übrigens, dass man hierbei immer die Bullen behält und die nicht verlieren kann. Also kann man ja wirklich nicht. Es ist faktisch nicht möglich. Einen schönen Takedown. Läuft. Das konntet ihr literally nicht mal sehen. Aber okay. Ja, also da habe ich inzwischen mal angefragt. Ansonsten muss ich ja noch einen Turbolader machen. Leider. Alles sehr viel Geld. Aber dann läuft die Karre mal wieder hundertprozentig. Was mir sehr gut gefallen würde. Wenn da mal wieder 100% wäre. Weil aktuell ist nicht so cool. Springt extrem beschissen an. Hallo, fahr doch bitte nach links, danke. Ja, springt extrem beschissen an, leider. Ja. Ansonsten läuft er tatsächlich relativ gut, obwohl er einen kaputten Turbo und kaputte Einspritzdüsen hat. Also bin interessiert, wie gut die Karre läuft, wenn erstmal beides repariert ist. Es kann nur deutlich besser werden. Also es müsste ja deutlich besser werden, so von der Idee her. Diesmal war die Straßensperre gar nicht da, wo ich sonst immer abgehängt werde, ne?
Alter. Lecco mio. Ja, ist er möglicherweise gestoppt? Nein. Ui. Es ist einfach niemand hinter uns und die weinen die ganze Zeit rum. Dass sie uns hier trotzdem sehen. Das ist auch nicht wahr. Aber okay, Bruder. Ja geil, da hätte ich glaube ich rumgemusst, oder? Das kann nicht dein scheiß Ernst sein. Ich hätte da übrigens runtergekonnt. Okay, wir sehen uns gleich wieder, ja? Bis gleich. Falsche Taste. So. Aufnahme läuft? Ja, nice. Da sind wir. Alter Schwede. Das war beschissen. Ein SL65 ist es, okay. Ja, jetzt müssen wir noch Takedown. Warum auch immer man den Wagen danach immer zerstören muss. Absolut dumm, meiner Meinung nach, aber okay. Crashe ihn für seinen Wagen. Natürlich ist er plötzlich vor mir. Natürlich habe ich auch plötzlich kein Nitro mehr. Ich meine, ich hatte vorher noch Nitro. In der Fluchtphase, ja, Bruder. Junge, der ist echt schnell unterwegs. Wir fahren knapp 300, Alter. Ja klar, okay, das war kein Takedown. Gut, natürlich war das kein Takedown. Ich bin ihm ja nur komplett reingehämmert. Aber logisch war das kein Takedown. Also es wäre ja auch jetzt absolut dusselig gewesen, wenn das ein Takedown gewesen wäre, wo wir eben komplett reingehämmert sind. Ja, ja. Aber das ist ein Takedown, ist klar. Gott, das ist behindert, ey. Gut. Haben wir. Dann haben wir jetzt schon 12 Minuten, aber wir wechseln den Wagen. Wir haben scheinbar noch Reifenreparatur gekriegt und Aero und ein Kurzgetriebe. Okay, brauchen wir aber das nicht. Wir nehmen einen anderen Wagen. Wir haben scheinbar noch ein paar Autos freigeschaltet. Genau, ein Audi R8 GT Spider. Den BMW M3 Coupé, das BMW M3 Coupé und ein Lamborghini Countach. Ein Lamborghini. Und ein Mercedes-Benz SL65 AMG. Gut. Ah, wir wollen jetzt Tesla Roadster fahren. Habe ich richtig Bock. Wir springen zum Wagen, weil es schneller geht. Und wir schauen mal, was wir mit diesem Auto für schöne Rennen jetzt haben. Okay, das fährt nicht so gut los, wie ich erwartet habe. Vielleicht, weil es auf staubigen Untergrund war. Warte mal. Also jetzt mal no joke, wenn mein Tesla so losfahren würde, wäre ich hart enttäuscht, Alter. wir fangen mit Turbines an. Ist ja echt nicht schnell, ne? Ja, okay, das Ding lenkt überhaupt nicht, cool. Boah, ist das langsam. Und bei 190 halt abgeregelt irgendwie. Gott, ist das langsam. Okay, ich hatte deutlich mehr erhofft. Ein langes Getriebe macht hier dann auch richtig viel Sinn, weil hier gar kein Getriebe drin ist, aber okay. Mai, müssen die wissen, ne? Das macht mir nichts. Es laggt übrigens gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Also klar, ist schön ruhig, aber ist halt überhaupt nicht ein Tesla. Ne? Also tut mir leid, aber ein Tesla würde richtig abgehen. Gerade in der Beschleunigung. Und der hier geht ja gar nicht ab in der Beschleunigung. Der ist ja langsamer als mein Alpha-Bruder. Oh, das ist zum Einschlafen. Ey. Und 190 ist halt auch echt langsam. Dann hoffe ich mal, dass wir auch gegen langsame Autos fahren. So. Durchdrehende Reifen macht das schön. Gut, wir kriegen Nitrobrenner und Geländereifen. Geländereifen braucht kein Mensch meiner Meinung nach, aber okay.
ich mache auch gleich wieder Musik an. Durchschnittsgeschwindigkeit oder was ist das? Ja, Durchschnittsgeschwindigkeit, okay. 177 müssen wir überbieten. Okay, das ist tatsächlich nicht mehr so einfach mit dem Ding hier, weil das nur 190 fährt. Aber er driftet wirklich schön, ne? Ich mache Musik an. Mei. Scheint übrigens doch recht einfach zu sein. Weil 177 ja auch echt nicht schnell ist und das Ding ja echt relativ durchgängig 190 fährt. Das ist, glaube ich, der richtige Name, ja. Also der richtige Ausdruck dafür, durchgängig. Ich muss sagen, dass es so selbstständig driftet, gefällt mir sehr gut. 192, wuh! Wie soll hier eigentlich Nitro funktionieren? Also das ist ein fucking Elektroauto. Du kannst ja nicht einfach Nitro einspritzen und es ist schneller. Gut. Wir haben jetzt Nitro freigeschaltet für ein Elektroauto. Das wollen wir mal ausprobieren. Top. Haben jetzt übrigens inzwischen schon wieder zwei, also 9 haben wir eben gemacht. 8 und 7 haben wir auch noch. Und so weit von 6 sind wir auch nicht mehr entfernt. Warte was? Nein und ja. Erhöht die Motorleistung. Ja, nur dass wir keinen herkömmlichen Motor haben, Junge. Gut. Ich bin... Danke. So, dann wollen wir mal Arch Enemies oder Arch Enemies. So genau habe ich da nicht aufgepasst. Ist nicht so weit entfernt. Ja, wovon auch immer er boostet, würde mich interessieren, aber okay. Das ist wahrscheinlich einfach ein E-Booster. Wendekreis auf jeden Fall wie zwei Busse. Hallo. Bitte, danke. Ja, aber 190 Höchstgeschwindigkeit ist halt immer noch recht wenig. So, warte mal. Rennen. Ist das näher? Ja, das ist näher, okay. Fahren wir das hier jetzt erstmal. Ich muss mal gucken, ob ich die Sachen schon gefahren bin. Ich möchte ja nicht doppelt fahren. Gut, ein langes Getriebe. Ich denke, das werden wir uns reinhämmern. Dann fahren wir vielleicht mal schneller als 190. Langsamer wäre ja noch beschissener. Erinnert mich sehr an 13. Diese Grafik jetzt gerade. Musik passt gerade schön dazu. Ich muss sagen, das Spiel ist mit Sicherheit nicht das schlechteste Need for Speed. Aber vom Guten ist es auch nicht nah dran. Das ist auch kein gutes Need for Speed. Wir fahren gegen Delta Integrale. Ich glaube, die wäre ein bisschen schneller. Aber okay. Hier wird ein langes Getriebe sogar meiner Meinung nach Sinn machen, weil 190 halt echt wenig ist und man die 190 recht zügig erreicht hat. Okay, eine Stunde nachdem ich auf die Dingens-Taste drücke, funktioniert es auch mal. Das kann ich eigentlich neu starten, aber mei. Alter, auf Asphalt hat der ein halbwegs Handling ja noch, auf Dreck überhaupt keins. Also auf Dreck fährt er wie ein Schubser-Taker, wie ein Sack Schrauben. Junge, könnt ihr mich vielleicht nicht in den Gegenverkehr lenken? Ja, halt dein Maul. Ich konnte nicht lenken, aber okay. Ich lenke mir richtig einen Wolf und es passiert überhaupt nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Man kann das Spiel hier tatsächlich auch mit, Lenkt's gerade extrem irgendwie? Man kann das Spiel hier auch mit Lenkrad spielen, das stelle ich mir unglaublich beschissen vor einfach. Aber okay.
finde es, also das ist ein ganz seltsames Need for Speed hier. Das ist halt eigentlich kein Need for Speed. Das ist halt einfach so ein, hier, nimm diesen Wagen und fahr. Am ehesten erinnert es mich noch an Hot Pursuit, wo wir auch einfach Wagen gekriegt haben, nichts wirklich ändern konnten und dann damit gefahren sind. Genauso fühlt sich's auch an. Weißt du, bei fast allen anderen Teilen konnte man ja wenigstens noch irgendwas tunen. Also selbst bei den realistischen Teilen konnte man ja was tunen. Aber bei dem hier, also ja klar, du kannst halt Upgrades machen. Ende. Und die Upgrades sind nicht mal gut. Also wie man jetzt an dem Tesla sieht, ist das ja nicht mal mit Sinn und Verstand gemacht, sondern einfach, ja, das Nitro. Ach Gott, ja, das wird nichts, oder? Oh Gott, das ist nichts geworden. RIP. Ich würde sagen, das mache ich ohne euch nochmal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die restlichen, hoffentlich die restlichen Rennen machen mit diesem Auto. Ja, das brauche ich mit Sicherheit nicht. Bis dahin, haut rein und tschüss.